Clara, ich muss los. Kommst du runter? Frühstück ist fertig. Gleich. Hey, hast du nicht gehört? Ich bin ja nicht schwerhörig. Hast du Heimlichkeiten? Nö, wieso? Na komm. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Das ist ja Wetter wie aus dem Bilderbuch. Möchtest du Tee? Ja, sehr gerne. Ich hoffe, das Wetter hält sich ein bisschen. Na, an deinem Geburtstag wirst du wohl nicht rechnen. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Hey, Clara. Ein bisschen spät für die Schule, was? Wir haben noch heute Wandertag, da kann ich später los. Wo wandert ihr denn hin? Ganz weit weg, wo du noch nie warst. Sehr witzig. Ich denke, ihr geht ins Bachhaus. Da bist du doch mittags wieder zu Hause. Vielleicht, ich weiß es nicht. Du hast wohl danach noch was vor. Du spinnst ja. Morgen. Morgen. Nora? Nora? Was soll das denn werden? Ich fürchte, Herr Doktor, wir müssen hier einiges verändern. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Es ist mir vollkommen klar, dass Sie nicht gerne hinter Ihrem Schreibtisch sitzen. Wer sagt es? Ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Nein, das kann ja gar nicht sein. Mitten durch Ihren Schreibtisch fließt ein reißender Strom negativer Energien. Ich bin total froh, dass ich das jetzt eben entdeckt habe. Ich bin froh, dass Sie so um mein Wohlbefinden besorgt sind. Na, es geht ja auch um die Patienten. Ja, richtig. Und deswegen sollten wir jetzt auch mit der Sprechstunde beginnen. Frau Merkel, bitte. Hallo, Herr Dr. Kleiss. Hallo. Na, was kann ich für Sie tun? Ich habe seit ein paar Tagen Schmerzen hier im unteren Rücken. Ich kann jetzt nichts Auffälliges an Ihren Nieren erkennen. Vielleicht haben Sie sich die Blase verkühlt. Darf ich mal? Wissen Sie was? Sie sind schwanger. Was sagen Sie da? Wussten Sie das nicht? Herzlichen Glückwunsch. Sind Sie sich ganz sicher? Ja. Wie weit bin ich denn? Na ja, ich würde sagen, so 8. Woche. Wenigstens wissen wir jetzt, woher die Schmerzen kommen. Aber ich will trotzdem auf Nummer sicher gehen. Nora, wir brauchen ein Labor für Frau Merkel. Ein Kind. Das ist wirklich toll. Habe ich ein ganz außergewöhnliches Instrument. Eine Geige mit einer eingebauten Trompete. Ich kann heute Nachmittag nicht. Naja, viel Zeit hätte ich sowieso nicht gehabt. Jungs sind blöd. Ich kann heute wirklich nicht. Aber vielleicht hast du ja morgen Zeit. Klar. Es gibt auch Ausnahmen. Hallo, Papa. Hey, hallo, mein Großer. Na, wie geht's? Ja? Hallo. Oh, ist das schön, wieder bei euch zu sein. Du hast uns auch sehr gefehlt. Na los, ab geht's. Und, alles gut? Alles gut. Musstet ihr lange warten? Nee, der Zug war relativ pünktlich. Lisa, wir sollten ein bisschen vorsichtiger sein. Ach was, deine Kollegen arbeiten. Soll ich dir was abnehmen? Ist das nicht zu viel? Das schaffe ich gerade noch. Guck mich nicht so an, ich brauche keinen Welpenschutz. So war das doch gar nicht gemeint.
Das war nicht so gemein. Komm, lass uns noch einen Kaffee trinken. Eis essen? Das ist eine gute Idee bei der Hitze. Ja. Lisa. Oh gut, dann gehe ich mal besser. Wir telefonieren, ne? Ja. Hallo. Lisa. Oh, Lisa. Was machst du denn hier? Du musst doch längst in der Uni sein. Ich habe einen Bus verpasst. Ich muss auch mal los, sonst verpasse ich gleich den nächsten. Ich komme heute Abend eher, dann helfe ich euch nachher. Ach, das ist nett. Dankeschön. Bis heute Abend. Tschüss. Hier? Ja, ich bin gleich da. Hinter dir. Nehmen? Nee, danke. Ich tue das alles hier. Okay. Oh. Ach, darf sein. Guten Tag. Ein Pfirsichmelmer, bitte. Ja. Und für mich bitte ein Schwarzwälder Kirsch und ein, nee, danke. Ja. Entschuldigung, Herr Dr. Sandmann. Ach, Herr Kleist. Guten Tag. Guten Tag, Frau Kleist. Guten Tag. Möchten Sie vielleicht einen Moment bei uns Platz nehmen? Ja, gerne. Und, wie geht es Ihnen? Danke, sehr gut. Ihr Mann ist mein Vorzeigebeispiel, wenn es darum geht, anderen Patienten Mut zu machen, die vor einer Herztransplantation stehen. Mein Mann hat Ihnen sehr viel zu verdanken. Ihr Mann verdankt das meiste sich selbst. Nein, nein, ohne Sie wäre ich noch lange nicht so weit. Sie haben aber viele eingekauft. Ja, meine Frau wird 60 und da gehen wir eine Gartenparty. Ja. 60? Frau Kleist, das glaube ich Ihnen nicht. Haben Sie vielleicht Lust zu kommen? Das wäre doch schön. Also ich weiß nicht. Bitte, kommen Sie doch, wir würden uns alle sehr freuen. Ja, wenn das so ist, dann komme ich gerne. Keks. Liebe Feen, danke, dass ihr mir so geholfen habt. Seit heute weiß ich, dass Bruno mich wirklich mag. Jetzt backe ich meine Wünsch-dir-was-Kekse und werde meine Beziehung zu ihm vertiefen. Denn Bruno liebt Kekse. Ausrufezeichen. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich mich mal auf meinen 60. Geburtstag freue. Und das kommt, weil es dir wieder so gut geht. Meine Süße. Dr. Sandmann hat ganze Arbeit geleistet. Ach, apropos Dr. Sandmann, den haben wir auch eingeladen. Echt? Toll. Ja. Ah, Lisa, hallo Leute. Keine Panik. So, wir trinken jetzt erstmal einen hier. Ich hoffe ja, dass alle begriffen haben, dass wir in den Geburtstag reinfeiern. Boah, steht doch ganz dick auf den Einladungskarten. Also, auf unsere Party. Prost, auf die Party. Prost. Warum hast du mir denn nichts gesagt? Willst du wirklich kommen? Ich fühle mich nicht sehr wohl dabei. Ich rufe gleich zurück. Ja, Heimlichkeiten. Wie kommst du darauf? Naja, weil du rot wirst. Ich find's schade, dass Piwi nicht kommen kann. Ich vermisse ihn auch, aber Prüfungen müssen sein. Was ist mit Gregor? Der meldet sich zurzeit nicht. Ich habe ihm schon x-mal gemailt. Du kommst gerade richtig, deine Kekse sind fertig. Danke. Für wen sind die eigentlich? Für meinen Geburtstag, oder? Ach. Ja, also. Darf ich mal probieren? Nein. Also. Kann es sein, dass sie verliebt ist? Ich weiß es nicht, aber wenn ich an mein erstes Mal denke... Ach, so früh hast du dich schon weggeschmissen? Johannes! Bei mir war das alles viel später. So, so. Bei mir auch. Ich glaube dir kein Wort. Unser Kurs war 170 Grad Süd-Südost und die Welle kam direkt auf West auf uns zu. Eine echte Monsterwelle? Ja. Schau mal. So. Gott sei Dank wurden wir rechtzeitig über Funk von einem anderen Schiff gewarnt. Dadurch haben wir unseren Kurs ändern können. Aber wenn die uns mittschiffs erwischt hätte, guck mal hier, die letzte Aufnahme. Total verwackelt. Boah. Was ist das denn? Das ist für dich. Aus Osaka. Der ist ja schön. Danke, Hans. Hör mal, alter Krieger, musst du nicht langsam in die Falle? Guck mal, wie spät es schon ist. Eingecremt bist du? Ja. Küsschen. Mach. Mama, Papa. Mach, Mama. Schlaf schön. Schau mal her, hoffentlich passt der. Danke. Oh ja. Sag mal, willst du nicht mal anziehen? Thank you.
Nora. Sagen Sie nichts. Ich sehe, dass es Ihnen jetzt besser geht. Es war die Wasserader dran schuld. Die Wasserader? Naja, das hört man ja immer wieder. Sind Sie mir gefallen? Gerne. Fassen Sie mal mit an. Das muss wieder darüber. Dann wissen Sie was? Der Patient erwartet, wenn er hier reinkommt, dass er mich direkt anschauen kann. Und ich bin bereit, dieses Opfer auch auf mich zu nehmen. In Ordnung? Mhm. Gut. Ist der Laborbericht von Frau Merkel schon da? Das sieht gar nicht gut aus. Hören Sie, ich habe noch einen Hausbesuch. Versuchen Sie, sie bitte dringend zu erreichen. Ja? Mhm. Danke, bis dann. Magst du eine Bratwurst? Oh, nee, danke. Ach, ich hol mir eine. Süß, die Kleine. Wie heißt sie denn, Sophie? Ein schöner Name. Danke. Na, da bekommt man wieder Lust, was? Ja, so sind wir Frauen nun mal. Also an mir soll es nicht liegen. Ach, Frau Merkel, ich grüße Sie. Hallo, Herr Dr. Kleist. Das ist mein Mann. Merkel, angenehm. Hallo. Sagen Sie, hat sie meine Sprechstundenhilfe erreicht? Nein. Ich würde Sie gerne noch mal in der Praxis sehen. Die Laborwerte waren nicht ganz so wie erhofft und, Ist doch was Ernsteres, oder? Nein, nein. Nein, Sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen machen. Heute Nachmittag? Ja, okay. Gut. Gut, bis dann. Hast du sie gemacht? Ja, es sind keine normalen Kekse. Stimmt, super normal gut. Das meine ich nicht. Sie haben etwas Besonderes in sich. Eine besondere Kraft. Was ist denn da drin? Wünsch dir mal was. Na los, mach schon. Und was hast du dir gewünscht? Dass ich mal mit meinem Vater für längere Zeit auf deinem Schiff mitfahre. Das wird jetzt in Erfüllung gehen. Jeder Keks ein Wunsch. Das sieht doch alles prima aus. Kann ich es noch mal sehen? Ja, natürlich. Alles in Ordnung. Sie haben Ihrem Mann noch nicht gesagt, dass Sie schwanger sind, nicht wahr? Will er denn keine Kinder mehr? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ihr Mann fährt doch zur See, richtig? Ja, er arbeitet als Kapitän auf einem Containerschiff. Das heißt aber auch, dass er viele Wochen im Jahr unterwegs ist. Es ist nicht von ihm. Es ist nicht von ihm. Und er wird mich verlassen, wenn er davon erfährt, mich und unseren Sohn. Schwierige Situation. Ich hoffe trotzdem, dass Sie in Ruhe darüber nachdenken, was Sie tun. Das ist für mich gar keine Frage. Ich will das Kind. Ich will es auf jeden Fall. Es ist doch schon da. Es ist mein Kind. Können Sie mir nicht vielleicht irgendwie helfen, Herr Doktor? Ich? Mein Mann, der ist nach seinem Urlaub wieder für 6 Monate auf See. Könnte das Kind nicht vielleicht geboren werden, ehe er zurück ist? Sie meinen als Frühchen? Finden Sie das fair Ihrem Mann gegenüber? Wieso reden Sie nicht mit ihm? Er liebt mich sehr, aber er ist auch absolut konsequent. Er wird sich scheiden lassen. Herr Doktor, ich bitte Sie nur, mich als Arzt bis zur Geburt zu begleiten. Alles andere findet sich dann schon. Also, wie stellen Sie sich das vor? Bitte. Es gibt Untersuchungen, die darf überhaupt nur ein Gynäkologe durchführen. Und selbst wenn es uns gelingen würde, Sie müssten Ihren Mann ein Leben lang anlügen. Ich glaube nicht, dass Sie so glücklich werden. Hallo, Christian. Ach, Valerie, das ist ja eine Überraschung. Hallo.
Das ist meine Assistentin Nora. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt. Das ist die Frau des Bürgermeisters. Was macht er eigentlich? Wo ist er denn? Der hat keine Zeit mal wieder. Hat eine Sitzung im Rathaus. Tja, Augen auf bei der Berufswahl. Mhm. Komm, ich hol dir was. Guten Abend, schön, Sie zu sehen. Ach, Herr Dr. Sandmann, du kommst aber spät. Ja, ich hatte noch in der Klinik zu tun. Hat man dir das nicht ausgerichtet? Kaum. Guten Abend. Guten Abend, Herr Dr. Sandmann. Herr Dr. Sandmann, ich freue mich. Guten Abend. Ein Stückchen wäre recht. Ja, Lisa, gibst du uns? Herr Dr. Sandmann? Ja, sehr gerne. Danke, schön. Schön. Na? Dann auf Ihr Wohl. Prost. Prost. Dann dürfte ich Ihre Frau kurz entführen. Aber nicht zu weit. Bis hier vorne. Keine Sorge. Sie sind ja ganz schön dran, Herr Doktor. So, noch 10 Sekunden. Was? Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Inge. Zum Geburtstag viel Glück. Ich liebe dich. Immer noch. Oh, schade. Ich dich auch. Alles Gute zum Geburtstag. Inge, auch von mir. Alles Liebe zum Geburtstag. Danke, süß. Herzlichen Glückwunsch. Stimmt, Bettina. Tschüss. Danke. Gerne. Tschüss. Kommt gut heim. Ja, danke. Ciao. Sag mal, Inge, hast du Lisa gesehen? Nee, ist sie nicht. Nee, ich weiß nicht. Na, hast du Lisa gesehen? Die wollte doch mithelfen. Lisa, ja, vorhin irgendwann mal hier runter. Irgendwie weiß auch nicht. Danke, und danke für die kleine Kinderbüste. Danke. Schatz, vielleicht hast du dich ja auch getäuscht. Ich hätte ja wohl meine eigene Tochter erkennen. Das ist ja jetzt, beruhige dich doch mal, bitte. Findest du es normal, oder was? Schatz, Lisa ist eine junge, hübsche Frau, die neugierig ist. Und Dr. Sandmann ist ein interessanter Mann. In meinem Alter. Aber Schatz, das ist doch nur eine Laune von ihr. Das hat sie doch morgen schon vergessen. Wenn ich mir vorstelle, dass sie jetzt mit dem nach Hause fährt, ja, dann... Christian, bitte, es ist doch... Du bist vielleicht makelig. Weißt du, was der Zuckerpatsch schon gesagt hat? Kuh in Scheiben. Nein, der hat Mu in Scheiben. Nein, niemals. Der hat Kuh in Scheiben. Bruno, wacht uns auf. Ach, Bruno schläft. Weißt du, Marion, ich habe das gestern eigentlich ernst gemeint. Was? Wäre es nicht schön, wenn wir noch ein Kind bekommen würden? Ich habe in letzter Zeit oft drüber nachgedacht. Bruno würde sich sicher auch über ein Geschwisterchen freuen. Hey, was ist denn? Hans. Was ist denn? Hallo Mama, hallo Papa. Ich habe euch Frühstück gemacht. Hey. Das ist aber lieb von dir. Danke, Große. Komm her. Guten Morgen. Guten Morgen. Weißt du was? Wenn ich das nächste Mal auf große Fahrt bin, dann nehme ich dich mit als Smoothie. Ehrlich? Ja, wenn du noch ein bisschen wächst, dann kannst du mich mal in den Ferien an Bord besuchen. Wenn Mama nichts dagegen hat? Natürlich nicht. Was wolltest du vorhin sagen? Ach, ist nicht so wichtig. Guten Morgen. Guten Morgen, Inge. Sind wir die Ersten, die auf sind? Johannes wollte noch liegen bleiben. Wieso? Na, mach mir schon ein bisschen Sorgen.
Vielleicht waren die letzten Tage doch ein bisschen viel für ihn. Was ist denn jetzt schon wieder zu viel für mich? Er kann es wohl nicht lassen. Kaffee? Ja, bitte. Du siehst tatsächlich ein bisschen erschöpft aus. Du siehst auch nicht besser aus. Ich messe mal deinen Blutdruck. Wieso denn? 160 zu 100, Johannes. Du musst dich dringend untersuchen lassen. Jetzt gleich? Ja. Ich kann Sie beruhigen, Herr Kollege. Es gibt keinerlei Anzeichen für eine Organabstoßung. Gott sei Dank. Das EKG ist soweit auch in Ordnung? Das wusste ich doch. Blinder Alarm. Nein, nein. Das war schon gut, dass Sie gekommen sind. Wann haben Sie denn Ihren nächsten regulären Nachsorgetermin? 2 Tagen. Gut, weil Ihr Puls ist etwas hoch. Das schaue ich mir dann noch mal genauer an. Treten Sie bis dahin bitte etwas kürzer, ja? Wie kurz? Entspannen Sie sich einfach ein bisschen. Sie hatten einige Aufregungen in der letzten Zeit. Der Geburtstag Ihrer Frau. Das war übrigens ein ganz wunderbares Fest. Ich habe mich schon seit langem nicht mehr so gut amüsiert. Das glaube ich gern. Was? Ach, ist das nicht herrlich hier? Hier oben fühle ich mich wie auf meinem Schiff. Und das da ist alles der Atlantik. Guck mal, Papa. Die Bäume schwanken wie die Wellen. Ja, genau. Und du bist jetzt unser Kapitän. Und du steuerst unser Schiff in diese Richtung. 4-Nord-Nordost. Große Fahrt voraus. Und was ist da? Ankerlichten. Das ist unser Zuhause. Du hast mir noch nicht geantwortet. Lass uns noch etwas warten mit deinem Kind, Hans. Warum? Ich habe gerade so viel zu tun. Bei mir wird wieder mal umstrukturiert. Da ist Chaos angesagt für längere Zeit. Hey, was ist los? Ich gehe lieber wieder runter. Mir wird irgendwie übel hier oben. Was ist denn mit Mama los? Ach, Captain. Ich glaube, Mama verträgt den Seegang nicht. Das bisschen Schwanken? Mir macht das nichts aus. Hallo. Hallo. Hey, hi. Hey. Na? Wo sind denn die Kinder? Wo sind Clara? Clara wollte mit ihrem Tagebuch alleine sein. Ja. Und Lisa? Lisa ist bei einer Kommilitone zum Lernen. Hallo. Hallo. Hey, hallo. Da bist du ja. Na, setz dich. Ich habe schon gegessen, danke. Was seht ihr mich denn so an? Du strahlst so. Ja, das kommt wahrscheinlich vom vielen Lernen. Warum sagst du das so? Was ist denn los mit euch? Die Kommilitonin, mit der Lisa am Lernen ist, heißt eigentlich Dr. Sandmann. Ich weiß nicht, was euch das angeht. Also, Entschuldigung, ich verstehe immer noch nicht, wo ist das Problem? Sie ist dabei, sich in den Falschen zu verlieben. Und du willst mich davor bewahren? Ich kann sehr gut auf mich selber aufpassen, Papa. Dr. Sandmann ist jedes Wochenende mit einer anderen zusammen und jetzt bist du dran. Ach so. Mhm. Und am Ende kommt es noch so weit, dass du dein Studium vernachlässigst. Hörst du dir eigentlich zu, was du da redest? Michael interessiert sich für mein Studium. Mehr als du. Und er hilft mir auch dabei. Ich lass mich... Das scheint was Ernstes zu sein. Ich verstehe überhaupt nicht, dass du so ruhig sein kannst. Und ich verstehe nicht, warum du dich so aufregst. Christian, wenn Lisa sich ernsthaft verliebt hat, dann müssen wir das akzeptieren. Also, ich finde Dr. Sandmann sehr nett. Und sehr charmant. Ich wollte Sie nur bitten, mir eine Überweisung für den Gynäkologen auszustellen. Sie haben sich also wirklich entschieden? Ganze 3 Tage habe ich es geschafft, meinen Mann zu belügen. Sie hatten wohl recht, ich bin nicht dafür gemacht. Und Sie glauben, dass Abtreibung das einzig Richtige ist? Wie können Sie das fragen? Ich will das Kind, ich will es so sehr. Aber es geht nicht. Wieso reden Sie nicht mit Ihrem Mann? Frau Merkel, er liebt Sie, sagen Sie ihm doch einfach die Wahrheit. Ich kann doch nicht alles aufs Spiel setzen. Vielleicht sind Sie aber eines Tages glücklich, dass Sie sich getraut haben.
Wollen Sie nicht doch noch mal eine Nacht drüber schlafen? Hallo. Na? Ach, Schatze. Hm. Kaffee? Sehr gerne. Hallo. Darf ich mal die Milch haben, bitte? Danke, Johannes. Ich gehe dann. Tschüss. Ja, tschüss. Ich bin mit Michael verabredet. Tschüss. Viel Spaß. Also eins ist klar, der kommt hier nicht mehr ins Haus. Muss ich mir jetzt einen neuen Kardiologen suchen? Mhm. Das wird ja mal besser. Ihr seid das ja ähnlich. Totale Dickschädel. Ich finde aber, als Vater solltest du da drüber stehen. Christian, Lisa ist es sehr ernst mit Michael. Und darum wirst du nichts ändern. Und du fällst mir auch noch in den Rücken. Er hat alles versucht, mich von dir abzubringen. Du bist der falsche Mann für mich, weißt du das? Vielleicht sollte man mal mit ihm reden, wenn er sich ein bisschen beruhigt hat. Aber ich werde das nicht machen. Da muss er sich erstmal bei mir entschuldigen. Wieso? Vielleicht bin ich ja wirklich zu alt für dich. Oder vielleicht bin ich zu jung für dich. Vielleicht. Das kann doch sein. Aber dann musst du es mir jetzt sagen, ja? Nicht, dass es dann eines Tages zu spät ist. Okay. Stell dir vor, mein Wunsch hat sich erfüllt. Papa nimmt mich mit auf große Fahrt. War doch klar. Hast du etwa nicht dran geglaubt? Guck mal. Hab das Bild vergrößern lassen. Vielleicht freut er sich darüber. Die sieht ja beängstigend aus. Aber er freut sich bestimmt. Vielleicht ist es doch keine so gute Idee, wenn du ihn mit an Bord nimmst. Warum? Gestern warst du noch dafür. Als Mutter macht man sich eben ständig Sorgen um sein Kind. Ach, na ja. Ich hab's ihm versprochen. Ein Mann an Bord. Ja, für dich ist das immer alles so klar und einfach. Oh, für dich nicht. Ach, nur sag schon mal, irgendetwas ist doch mit dir. Versprich mir, dass du mir bis zu Ende zuhörst. Ja. Es tut mir leid, Hans. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich liebe dich. Ich liebe dich über alles. Willst du mir sagen, dass du einen anderen hast? Nein, nicht so, wie du denkst. Es war nur eine Nacht. Eine einzige dumme Nacht. Und du musst mir glauben, dass sie mir nichts bedeutet. So was kann passieren. Besonders, wenn man monatelang auf See ist. Du kannst mir das verzeihen. Komm, lass uns nicht mehr drüber reden. Hans. Passiert. Aber das Kind, das hat jetzt ein Recht auf sein Leben. Was? Ich will das Kind. Aber ich will es nicht heimlich und ich will es nicht ohne dich. So, bist du jetzt fertig? Hans. Ich kann mich kurz fassen. Du willst dich trennen? Natürlich. Was hast du denn geglaubt? Warum machst du denn alles kaputt? Warum? Lisa?
Ist ein schöner Abend, oder? Oh, Papa, hast du mich erschreckt? Das wollte ich nicht. Wenigstens redest du wieder mit mir. Und du wieder mit mir. Darf ich mich setzen? Mhm. Marlene sagt, wir sind uns ziemlich ähnlich. Dagegen habe ich auch nichts. Außer wenn du was dagegen hast, dass ich mein eigenes Leben führe. Nein, natürlich nicht. Ich habe wohl ein bisschen überreagiert, das tut mir leid. Okay, ich nehme die Entschuldigung an. Ich kann es einfach nicht ertragen, wenn du unglücklich bist. Fängst du schon wieder an? Ich mache mir halt Sorgen. Papa. Gut. Gut. Muss ich halt schweigen. Dann schweig auch. Brauchst du noch lange? Nee, ich warte nur noch auf die Ergebnisse. Okay, ich bin noch schnell auf Station, dann können wir fahren. Ja. Ach, Herr Dr. Kleist. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich bin wirklich froh, dass Sie und Ihre Tochter wieder miteinander reden. Danke. Ich meine es sehr ernst mit Lisa. Das rate ich Ihnen auch. Was haben Sie eigentlich gegen mich? Wissen Sie, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass meine Tochter eines Tages mit einem hübschen jungen Mann nach Hause kommt. Dass die beiden heiraten, Kinder bekommen und mich zum glücklichsten Großvater der Welt machen. Ansonsten habe ich gar nichts gegen Sie. Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Sie sind eifersüchtig. Sie haben Angst, im Leben Ihrer Tochter nicht mehr die Hauptrolle zu spielen. Das ist es. Wiedersehen, Herr Kleist. Auf Wiedersehen. Musstest du ihn so provozieren? Das ist doch wahr. Stellt er sich hier hin und grinst mich dämlich an. Dass Lisa an die große Liebe glaubt, das kann ich mir ja vorstellen. Aber er sollte das wirklich besser wissen. Sandmann hat völlig recht. Du bist die pure Eifersucht. Entschuldige mal, ich werde mir doch als Vater Gedanken machen können. Denk lieber mal darüber nach, ob die beiden nicht wirklich glücklich miteinander werden könnten. Menschenskind. Auf Paul aufpassen, bis Inge zurück ist. Ach, hallo. Das ist Bruno, mein Freund. Mhm. Bruno Merkel, ich gehe in die Parallelklasse von Clara. Hallo. Merkel, ist dein Vater Kapitän? Ja. Ach, da kenne ich deine beiden Eltern. Wie geht's denen denn? Gut. Bruno, was ist denn? Meine Eltern. Was ist mit ihnen? Sie wollen sich scheiden lassen. Woher weißt du das? Wir haben sich darüber unterhalten. Weißt du, manchmal sagen Eltern auch sowas, nur meinen es gar nicht. Wenn du traurig bist, kannst du immer zu mir kommen. Ich mache mir Vorwürfe. Ich finde, du hast den richtigen Rat gegeben. Ein Zusammenleben auf einer Lüge aufzubauen, ist nicht richtig. Ja, aber es ist auch nicht weise, immer alles zu erzählen. Alles nicht, sicher. Da hast du recht. Du würdest es mir doch sagen, wenn du eine Affäre hast, oder? Ja, es kommt darauf an, wie ernst es ist. Wie bitte? Ach, Schatz. Ich habe kein Bedürfnis, eine Affäre anzufangen. Ich liebe dich. Und du? Würdest du es mir sagen? Natürlich nicht. Ach. Ich würde es gar nicht so weit kommen lassen. Ich werde den Mann nie wiedersehen, Hans. Er lebt in einer anderen Stadt und ich habe ihn schon längst vergessen. Marion, wenn das Kind geboren ist, dann wirst du ihn jeden Tag sehen. Es wird ihm ähnlich sein. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, das zu ertragen.
Aber es ist doch auch vor allen Dingen mein Kind. Trotzdem. Hans, bitte, jetzt geh doch nicht einfach. Marion, weißt du, was das Schlimmste für mich ist? Ich wollte ein Kind mit dir. Und du hast die ganze Zeit gewusst, dass du schon schwanger bist, von einem anderen. Und du hast mir nichts gesagt. Was hast du eigentlich gedacht? Dass ich nicht merke, dass es nicht von mir ist, weil ich wieder monatelang auf See bin, oder? Ich weiß, das kannst du mir nicht verzeihen. Aber ich bitte dich, denk auch an Bruno. Er braucht dich jetzt. Papa braucht mal ein bisschen Zeit für sich. Wann kommst du wieder? Ich rufe dich jeden Tag an, ja. Versprochen. Nicht anfassen. Ach, ist es ihr's? Ja, darf ich mal? Ich wusste gar nicht, dass Sie Radfahren können. Sie wissen so einiges nicht von mir. Ist aus Carbon, stimmt's? 30% Aluminium, ja. Ist nicht so steif im Gelände. Genau. Kommen Sie mit den Bremsen klar? Einwandfrei, vor allem bei Regen. Dann können wir ja mal zusammenfahren. Was halten Sie davon? Sportlich gesehen sehr viel. Wie wär's mit morgen nach dem Dienst? Jederzeit, Herr Kollege. Um dich. Es geht um unseren Sohn. Glaubst du das auch, dass er einfach so wieder auftaucht? Glaubst du, ja, Marion. Können wir jetzt nur hoffen. Bitte, Hans, jetzt mach mir nicht auch noch Vorwürfe. Ich bin doch nicht alleine schuld, dass er weggelaufen ist. Ich hab solche Angst, dass ihm was passiert. Ach, hör auf. Was soll ihm denn passieren? Die Polizei hat ganz andere Möglichkeiten. Die finden ihn. Er hat doch diese Freundin, Clara. Habe ich schon angerufen. Ja und? Angerufen? Warst du da? Pass auf, wir müssen noch mal alles ganz genau durchgehen. Du suchst jetzt am Bahnhof. Ich fahre zu Dr. Kleist. Übrigens, Bruno ist immer noch verschwunden, gemerkt. Es tut mir leid. Schatz, und du hast keine Ahnung? Ich habe euch doch schon gesagt, wir sind nach der Schule ein Stück gegangen und dann wollte er auch nach Hause gehen. Sag mal, schaffst du das alles? Wo habt ihr euch denn immer getroffen? Naja, in der Schule und im Freibad. Aber Verliebte haben doch so einen geheimen Ort. Ach was. Jetzt mal im Ernst. Ihr habt Hausaufgaben gemacht und dann? Also, wenn er hier im Haus wäre, das würdest du uns doch sagen, oder? Ach, Kinder, es muss doch nicht mal gleich was passiert sein. Kann ich aufstehen? Du hast doch noch gar nicht aufgegessen. Nehm's mit. Na, Papa, du musst auch aufessen. Du brauchst morgen viel Kraft. Ach, du weißt es schon, ja? Was? Ratet mal, wer Papas neuer Trainingspartner ist. Nein. Wie? Nicht doch etwa. Ja. Michael freut sich schon sehr. Jetzt freu du dich auch gefälligst, ne? Ich geh schon. Das ist rein sportiv, ja? Was denkst du denn, was wir denken? Guten Abend. Es tut mir leid, dass ich störe. Haben Sie Bruno gesehen? Ist er bei Ihnen? Ist er immer noch nicht aufgetaucht? Wir sind völlig verzweifelt. Oh Gott, das können wir verstehen. Also wir haben Clara gefragt, aber die hat ihn nicht gesehen. Naja, vielleicht haben wir sie ja nicht gründlich genug gefragt. Clara, mach mal auf bitte, ja? Ja, ich komme. Schätzlein, wir wollten dich fragen, ob du nicht vielleicht doch weißt, wo Bruno ist. Weißt du, manchmal denkt man, dass man einem Freund hilft, wenn man für ihn schwindelt
Und in Wirklichkeit macht man alles nur noch viel schlimmer. Wie meinst du das? Brunos Eltern machen sich wahnsinnig Sorgen, Clara. Weißt du, wir wünschen uns nichts sehnlicher, als Bruno wieder wohlbehalten in unsere Arme nehmen zu können. Er ist doch das Liebste, was wir haben. Würdest du ihm das bitte sagen, wenn du ihn zufällig siehst, ja? Danke. Bruno. Hey. Da bist du ja. Was sollte das denn, Großer? Ich will nicht, dass ihr euch scheiden lasst. Komm bitte wieder zurück zu uns, Papa. Weißt du, das ist nicht so einfach. Mama und Papa, die haben... Ach, du hast ja recht. Vielleicht sollte ich nicht einfach so davonlaufen, oder? Du kommst wieder zurück, Papa? Aber damit ist leider noch gar nichts geklärt. Vielleicht sollten Sie Ihre Frau erst mal anrufen. Sie macht sich bestimmt große Sorgen. Ja. Anrufbeantworter. Sie wollte noch mal zum Bahnhof nach Bruno suchen. Ich fahre sie rüber. Ach, danke. Hör mal, ich möchte erst mal mit Mama alleine reden. Wir holen dich dann hier ab, okay? Kann ich helfen? Herr Dr. Gleis, ich bin dazugekommen. Die Frau war bewusstlos. Ich habe den Rettungsdienst gerufen. Oh Gott, das ist ja Frau Merkel. Frau Merkel, können Sie mich hören? Erstversorgung steht. Verdacht auf Bauchtrauma? Vermutlich. Marion! Marion! Oh mein Gott. Wo ist Bruno? Bruno ist bei Clara. Es geht ihm gut. Was ist mit meinem Kind? Machen Sie sich keine Sorgen. Wir bringen Sie ins Krankenhaus. Was passiert jetzt mit ihr? Wir fahren ihr nach. Keine Sorge. Herr Merkel, Ihre Frau hat keine Knochenbrüche, aber schwere innere Verletzungen. Wir müssen sofort operieren. Wird sie das Kind behalten? Das kann ich leider noch nicht sagen. Wenn sie das Kind verliert, das wäre furchtbar für sie. Und ich bin mit daran schuld. Wieso? Sie haben das Auto doch gar nicht gefahren. Ja, aber ich habe sie alleine gelassen, als sie mich am nötigsten brauchte. Kann ich sie sprechen? Ja, aber nur kurz. Liebes, verzeih mir, ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Ich weiß. Alles wird gut, hörst du? Alles wird gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Der Chefarzt wird Sie operieren und ich assistieren. Herr Doktor, bitte retten Sie das Kind. Mama! Hey, ich bin so froh. Ich auch, Mama. Es tut mir leid, dass ich dir solche Angst gemacht habe. Frau Merkel, wie fühlen Sie sich? Es geht so. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Sie werden wieder vollkommen gesund. Und auch Ihr Baby wird gesund zur Welt kommen. Freust du dich? Na klar. Ich habe mir schon immer eine kleine Schwester gewünscht. Es wird doch eine kleine Schwester, oder? Naja, das kann man jetzt noch nicht sagen. Wir schaffen das. Ich muss dann auch weiter. Machen Sie es gut. Ich werde versuchen, ein guter Vater zu sein. Danke, Hans. Danke. Ihr müsst mir was versprechen. Lauft mir nie, nie wieder weg. Versprochen. Und? Gib's auf? Niemals. Los. Okay, das war's. Wir können das ja gerne mal wiederholen. Jederzeit. Hey, Michael. Warte mal, willst du mit uns essen? Nein. Michael will sich gerade nach Hause verabschieden. Stimmt's, Michael? Ach, Christian, wenn du mich so nett einlädst, da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Welchen Buchstaben in dem Wort Nein verstehst du eigentlich nicht? Papa, sei doch nicht so verkrampft.
Komm. Hey, Papa. Habe ich das eben richtig gehört? Ihr duzt euch. Danke für die Einladung. Dann guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Das ist übrigens mein Lieblingssalat. Keiner macht ihn besser als Inge. Danke für das Kompliment, aber diesmal hat ihn Marlene gemacht. Nein. Tja, das hättest du mir wohl nicht zugetraut, was? Ah, bitte, verlass mich nie. Da kann man es mal wieder sehen, Liebe geht durch den Magen. Ist aber bei dir auch so, Johannes, oder? Ja, warum hätte ich dich denn sonst nehmen sollen? Wie ist das bei Ihnen, Herr Doktor? Ja, bei mir kommt es ganz auf die Köchin an. Ja. Clara! Clara, komm zum Essen! Hallo! Ich kann jetzt nicht! Sie telefoniert mit Bruno seit einer Stunde.